Sollen wir einfach mal gucken und in der Nähe vom Heli bleiben? Da ist einer auf dem Dach, glaube ich. Da auf dem Dach. Die ist auf dem Dach. Oh, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Clash. Guten Tag, hallo. Hallo, meine Damen. Mein Name ist Ida, ist Ida. Alles klar, ich stelle euch einfach gar nicht vor, ihr macht das selber. Gut, dann gehe ich einfach, wenn ihr nur dann ist. Ja, aber du hast es so sachlich angekündigt, da waren wir, glaube ich, alle ein bisschen verwirrt. Jetzt tut mir leid, ich wollte einfach nur freundlich sein, dann hätte ich euch nur alle aufgefordert. Guten Morgen, liebe Mitspieler. Alles klar, reicht dann auch. Gut, wir gehen dann jetzt. Mach's gut, ja, tschüss. Hi. Tschüss. So. Okay, WZE. Oh, so. Hi, ich bin noch bei euch. Ihr seid noch da, ja? Hey, sollen wir vielleicht zusammen irgendwie? Ach, schade. Komm schnell, WZE. Okay, easy. Ich hab einen Plan. Wir greifen jetzt sofort an, okay? Wir kaufen jetzt sofort an. Okay. Ja, hol dir deine Waffe. Wir müssen jetzt ein bisschen was riskieren, ja? Wir nehmen dir deine beste Waffe mit, die du hast, aber nur eine Waffe logischerweise. Und nehmen dir sonst fast nichts mit, okay? Wir haben ja Spawnschutz, das heißt, in unserer Base darf eh niemand was klauen. Und ich hoffe, dass viele jetzt auch nicht damit rechnen, dass wir jetzt irgendwie angreifen würden. So, nimm dir die beste Waffe mit. Nein, ja. So. Ich habe gerade keine Rüstung. Soll ich mir noch schnell eine Rüstung machen? Ja, ich bin ins ME-System und hatte die Waffe in der Hand. Das ist immer ein bisschen komisch. Nein, ich habe keine Rüstung. Hier ist auch keine Rüstung mehr so richtig. Ne? Wir müssen uns eigentlich beide schnell eine Iron-Rüstung machen, oder? Das hilft nicht. Ich mach uns einfach eine, ja? Okay, mach uns eine. Hast du gar nichts? Nein, ich hab gar nichts. Oh, das ist auch okay, teuer. Dann mach ich uns ganz schnell. Ich mach die ganz schnell. Okay, haben wir genug für beide? Mach auf jeden Fall Brust. Ja, haben wir. Mach Brust und Dings auf jeden Fall als erstes. Ich weiß ja, wir genug für beide haben. Das wird noch knapp. Haben wir. Ah, wir müssen uns super beilen. Ja. Wir müssen uns gleich noch um die Tanks machen. Leute, wir haben halt im Clash verloren. So, wir müssen jetzt schaffen, dass wir irgendwie was halt zusammenbekommen. Anders geht das halt nicht. Aber wir haben noch ein bisschen Eisen hier gehabt. Und wir können uns auch ein neues Gunpowder bald machen. So, das kann hier rein. Wir brauchen halt ein bisschen Kohle noch und so weiter. Aber eigentlich haben wir hier keine total scheiß Ausgangsposition. Hier ist schon das Zeug für dich sonst. Okay, ein bisschen Essen brauche ich auch noch, ne? Ich hole mal kurz hier ein bisschen was zu essen zusammen. Die Rüstung ist auf jeden Fall jetzt schon fertig. So, die haben wir jetzt schon. So, ein bisschen Essen ist auch gleich wieder am Start hier. So, und dann laufen wir einfach hin. Wenn wir, vielleicht sind sie nicht da, dann klauen wir was. Wenn sie da sind, versuchen wir sie zu töten. Wir müssen einfach mal jetzt eine Aktion irgendwie machen, weißt du? Da hilft halt leider gar nichts. Da müssen wir jetzt einfach mal uns irgendwie gucken, dass wir irgendwie was, irgendwas hier gebacken bekommen. So. Was ist alles im Inventar? Jetzt. Ich habe, glaube ich, alles. Ich mache nochmal ein bisschen Brote. 4 Stück habe ich. Du machst das Essen, das ist schon mal gut. Okay, so und jetzt können wir eigentlich nach ganz oben. Ich guck mal wegen Tank, kann sein, dass ich noch nicht zu essen mit, ich hab nur meine Waffe im Inventar. Guck mal, ob du noch ein bisschen Schwert. Ja, guck mal, ob du ein bisschen Fleisch zusammenbekommst, kurz. Ich muss eh kurz checken, wie das mit dem aussieht hier mit dem Fuel. Okay, dann werde ich das noch eben raten. Ja, muss auch steigen und hier rein. So, aha. Okay, wir haben kaum noch Fuel, leider. So, wir haben kaum noch Fuel. Einfach ein schlecht gecraftetes Schwert mit, aber besser als keins. So, wäre jetzt die Frage, ob ich den vielleicht aufladen sollte, um zu schießen zu können, aber nee, macht glaube ich nicht so viel Sinn. So, einmal H, muss einmal das Fuel hier rausnehmen. Okay, ach, das 4% Fuel, dann mach ich ihn einmal kaputt hier. So, gut, der EWZD. Der Heligott, den wir hier gerade haben, davon haben wir noch ein ME-System, weil wir uns den einmal zu viel aussehen gecraftet haben, aber wir dachten, wir hatten ihn nicht mehr. Das ist jetzt brauchen wir den. Jetzt brauchen wir natürlich. Einmal muss ich einmal meinen Fuel hier nochmal aufladen mit. Ich hab dir die Hälfte des Essens hier noch hingelegt. Den hast du jetzt. Danke. Ich habe jetzt 3 Stücke gebratenes Fleisch nur, aber naja. Sollte reichen. So, bisschen Fuel. Alles klar. Dann lassen wir jetzt nach oben, okay? Okay. Oder lass hier und wir können auch hier draußen starten. Ah, es wird Nacht, glaube ich. Dann lass hier hoch, wenn Nacht wird. Okay. So, komm schnell hoch. Okay, Peter ist einmal kurz aus dem Game raus. Ich hoffe, der schätzt mal komplett zurück. Die hatten Dragunov getauscht. Achso, okay. Genau, weil die Dragunov warst du nicht dabei, oder? Nee. Okay, weil die müssen wir noch austauschen. Die wird auch aus dem Spiel rausgenommen, weil die auch One-Shot ist. Ich habe die SG-550 dabei. Das ist super. Hast du auch Munition dafür dabei? Ja, habe ich dabei. Sehr gut. Okay, dann einmal kurz hier zur Seite. Ich muss einmal den hinstellen. So, okay. Und ich steig ein. Bist du auch drin? Bin auch drin, ja. Okay. Hey, wir haben schon wieder Fuel drin. Hast du irgendwie Cheat-Mode an? Hab ich Cheat-Mode an? Nee, ich hab Recipe-Mode. Kannst du einmal gucken, ob du Cheat-Mode hast? Ich weiß nicht, es wird automatisch immer aufgefüllt. Wie gucke ich das noch am schnellsten? J? Nee, Quatsch. Du musst auf E gehen. Auf E gehen, dass du halt im Inventar bist. Einmal Inventar. Und Inventar unten ist dann unten links die Options. Ja, hab ich drin. Hast du Cheat-Mode drin?
Ich habe auf jeden Fall Options unten stehen. Ja, aber Options, dann gehst du da rauf und gehst du auf Items oder Inventory oder so und dann guckst, ob da Recipe Mode steht oder ob da. Ja, da steht Recipe Mode. Ja, keine Ahnung, warum da unser Heli immer aufgeladen wird. Ist, glaube ich, ein Bug. So. Okay. Aber ich bin jetzt nicht im Cheat Mode, ne? Recipe Mode ist ja ganz normal. Recipe Mode ist der richtige, ja. Okay. Cheat Mode ist der falsche. Ich dachte, man sieht am Cheat Mode, dass er aufgefüllt wird, aber irgendwie, keine Ahnung. So, also wir fliegen jetzt durch die Nacht zu Team Edgar und wir versuchen da irgendwie was zu reißen. Wenn die da sind, haben wir auf jeden Fall ein Problem. Ich habe leider auch keine Fackel und nichts mit. Ja, also ist unser Hauptziel jetzt zu töten oder ist unser Hauptziel jetzt deren Zeug zu klauen? Wenn wir die sehen, töten wir die. Was für eine Waffe hast du mit? Ich habe eine M16, ja, ist wie die M4. Ah, das wäre noch eine M4 im Inventar gewesen, aber ich glaube vielleicht keine Munition, ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein, ich glaube die M4 ist ja auch eine Single-Shot-Waffe, während die... Scheiße, ich habe eine M16, ich habe noch Ammo von dir mit, die kann ich dir gleich geben. Okay. Aber hast du auch selbst Ammo mit? Ja, aber nur, ja, Hälfte Package noch und ja, ich habe auch genug Schüsse, ich habe über 20, also mehr als 20 Schüsse, das müsste eigentlich reichen. Ich habe ein bisschen Angst hier, ne, ey. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, die einfach zu töten, weil die haben P90 beide. Hat man ja im Clash gesehen und die haben auch alles behalten. Wir können. Aber wir müssen uns echt anschleichen und dann vielleicht versuchen. Mal sehen. Revi möchte schlafen, das heißt, der ist zu Hause, aber den dürfen wir eh nicht angreifen, weil die gestorben sind. Die haben einen Spawnschutz. Zur Not, wenn die da irgendwo sind, können wir immer noch wegfliegen. Flieg ruhig dahin. Ich bin auf jeden Fall außerhalb, das heißt, ich habe eine gute Übersicht, was unten abgeht. Also ich bin siehst du da was? Third-Person-Modus. Ich möchte halt nicht, dass sie sehen. Ah, die sagen Uno Sekunde, das heißt, die sind zu Hause, Izzy. Warum meinst du? Weil die sagen Uno Sekunde, das heißt, die können gleich schlafen. Ah, okay. Dann lass uns mal, warte, ich versuche hier so zu fliegen, dass wir das Haus sehen können. So. Okay. Beobachte das Haus und sag mir, ob die irgendwo fliegt, ja? Ich sehe. Ich weiß halt nicht, ob da... Ich sehe momentan noch nicht. Also man könnte halt super sneaky auf dem Dach landen. Mhm. Und dahin marschieren. Hast du C gedrückt, dass du Nachtsicht hast? Ja. Okay. Man könnte super sneaky dahin und dann, wenn da die ist halt was. Nein, das ist ein Creeper, sorry. Okay. So, und wenn die halt schlafen, da sozusagen hingehen, aber das ist, glaube ich, zu riskant, oder? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können. Das ist halt echt. Können wir noch einen anderen Eingang nehmen, außerhalb, also nicht diesen ganz einfachen von oben, wo man am meisten mit rechnet, irgendwo, wo die nicht mit rechnen von der Seite? Ja, aber die machen, da sind überall Türen, die Geräusche machen, weißt du? Und die Geräusche hörst du halt voll laut. Und runterbuddeln und so können wir uns ja sowieso nicht, würde auch Geräusche machen, aber dürfen wir ja auch nicht. Monsters nearby, ja, die sind zu Hause, Oh, da kommt irgendwas angesprungen hier. Ein Schwabbel, der greift mich an. Ja, ich greife weg. Schwabbel. Autsch. Oh Gott, jetzt sind wir noch abgeschossen vom Skelett. Wir müssen halt nur hoffen, dass die es halt nicht checken, dass wir hier sind hier. Okay, jetzt es wird aber Tag, okay, drück C. Ah, fuck, ich flieg weg. Keine Sorge. Wir werden überall hier abgeschossen. Naja, ist irgendein Scheißteil. Aber keine Sorge, da sterben wir nicht. Alter, aber unser Heli wird auch angegriffen und so weiter. Okay. Tuckle Down-Fall müssen wir gleich mal machen hier. Ah, fuck, Mann, die greifen uns ja alle an. Das ist halt ein bisschen dumm, weil das halt so viel Zeit und Energie und bla Shit kostet. Aber gut, wir landen einfach hier jetzt nochmal. Hier dürfen wir eigentlich nicht mehr angegriffen werden. Ich weiß halt nicht, Izzy. Also, vielleicht, ich spekuliere halt ein bisschen darauf, dass die jetzt gleich abhauen? Weg, genau, dass die abhauen, dass die farmen oder was auch immer und wir die Zeit nutzen können und dann aber bei denen ordentlich was klauen irgendwie. Mhm. Ja. Wir können natürlich auch so ein bisschen davor kämpfen, so FBI-mäßig und schauen, wenn sie abhauen irgendwie. Aber es ist natürlich schwer, dass sie uns da nicht entdecken, ne? Ja, eben. Oder wir gehen hier raus aus dem Ödland und laufen hin. Mhm. Aber dann spinksen wir so ein bisschen, wie sie sich verhalten, weil ich gehe nicht davon aus, dass jemand aus dem Ödland da ein bisschen hingafft so. Und ich gehe stundenstark davon aus, dass sie diese Folge noch das Haus verlassen werden eigentlich, oder? Eigentlich müssten sie das Haus verlassen, ja. Könnten versuchen, da hinzulaufen. Eigentlich wäre es nicht gut gewesen. Die haben die P90, die ist auf weiter Entfernung nicht so gut. Mhm. Leider können wir dem Heli nicht schießen, ey. Das wäre so gut gewesen, weil ich halt keine Munition mitgenommen habe. Und die drin ist, die ist nicht von uns, das wäre unfair, die zu benutzen. Sonst könnten wir die halt warten, weil die hauen wir wahrscheinlich auch mit dem Heli ab oder so, ne? Aber da war kein Heli bei den oben drauf, ne? Sonst hätten wir den zum Beispiel auch klauen können schon mal. Das wäre auch schon mal. Hätte uns nicht so viel gebracht, hätte die ein bisschen Eisen kostet, so viel hätte es auch nicht gebracht. Die das haben Problem ist, dass sie beide P90 haben, das ist natürlich jetzt schwer im Einzelkampf da gegen die anzukommen. Eben. Wir haben mal ein bisschen mehr Distanz davon eigentlich. Wir können ja auch nur nirgendwo hier wirklich richtig sehen eigentlich, ne?
Also auf jeden Fall noch nicht. Dass man irgendwie halt sehen könnte, wenn die wegfliegen. Ich meine, in welche Richtung ist die Mauer? Kannst du mal J drücken? Also wir gucken gerade halt genau drauf und die Mauer ist halt links. Also ne, die Mauer, die kann ich gerade selber noch gar nicht sehen. Ganz oben, also da, wo wir hingucken, wäre halt selbst die Mauer, die schon aufgedeckt ist. Okay, die Mauer ist ein bisschen sozusagen jetzt in die Richtung, die wir gucken. Also praktisch leicht rechts von uns ist die Mauer. Die Richtung, die die Blöcke halt hier so gucken. Wenn wir so leicht nach rechts gucken, die Blöcke, die Richtung, die die Blöcke dann haben. Ja, also die aufgedeckte Mauer auf der Karte ist eher tendenziell ein bisschen leicht nach links zur Base geguckt und dann gerade nach oben. Wenn wir von hier aus zur Base gucken, ist nach rechts die Mauer, die nächste von denen ist. Die ist aber bei mir auf der Karte nicht aufgedeckt, ja. Kann sein. Aber die ist da. Ich weiß halt nicht, kann das sein, dass die jetzt Farm gehen? Ich meine, die können ja nicht zu uns, weißt du, weil wir haben Spawnschutz. Die können nicht zum anderen Team, weil die haben auch Spawnschutz. Die können jetzt nur in der Base sein oder farmen. Und farmen können die sowohl bei sich als auch woanders. Ah, ist die Frage. Vielleicht rechnen die sogar damit, ne? Dass ein Team vorbeikommt? Ich weiß es nicht. Sollen wir einfach mal gucken und in der Nähe vom Heli bleiben? Da ist einer auf dem Dach, glaube ich. Da auf dem Dach. Die sind auf dem Dach. Ich hab's gesehen. Springen die hoch, um uns zu sehen, oder haben wir uns nicht gesehen? Ich glaube schon, es sah danach aus. Ich glaube schon, dass sie uns gesehen haben. Die haben beide in unsere Richtung geguckt. Fuck. Ja, die sind da. Okay. Da ist er. Der hat uns gesehen. Feedback. Die wissen aber nicht, wer das jetzt war. Hast du geschossen oder haben die geschossen? Nein, ich habe nicht geschossen. Die haben auf uns geschossen. Ja, die haben ja einen Flugabwehrgeschütz. Das ist das Problem. Okay. Schade. Ja gut, das macht keinen Sinn, jetzt dahin zu gehen. Nee. Mann, wir haben eigentlich ein bisschen Gunpowder, glaube ich, noch gehabt. Ich glaube zumindest. Die schießen die ganze Zeit. Dann hätten wir auf unsere... Ja gut, verschwenden die nur Gunpowder. Aber dann hätten wir, weißt du, unsere Waffe hier aufladen können. Unsere Minigun hätten die vielleicht so irgendwie bekommen können. Schade. Die haben uns leider gesehen. Aber die spekulieren, die stehen die ganze Zeit oben auf dem Dach gerade. Ja, was sollen wir machen, ne? Was sollen wir jetzt? Ja, zurückfliegen und selber farmen, das bringt ja nichts. Ja. Komm, lass uns zurück. Keine Ahnung, wenn die jetzt mit dem Geschütz da sind und so, die sind komplett im Vorteil. Oder wir lassen den Heli hier stehen und laufen dahin, aber ganz ehrlich. Bringt auch nichts. Das ist schon sehr risky, ne? Ja. Flieg jetzt hier so ein bisschen außerhalb. Wir müssen uns, Gott sei Dank, ist halt unser großer Vorteil, deswegen meinte ich sofort weg. Wir müssen uns im Moment keine Sorgen machen um unsere Base, weil da darf niemand hinkommen. Das heißt, da ist alles safe, was da halt drin ist in der Base. Also hinter der Mauer bringt halt eigentlich an sich nichts, weil ich überhaupt nicht ausgerüstet bin fürs Farmen, ne? Ja, ich auch nicht. Stimmt. Ich dachte halt nur, vielleicht können wir halt hier sozusagen in deren Richtung jetzt schauen und wenn die jetzt kommen würden, sie dann sozusagen zu bekommen. Oder wenn man sehen würde... Die werden einfach jetzt oben auf dem Dach warten und hoffen, irgendwie, ja, dass die wir vorbeikommen, die dann abschießen oder andersrum. Und die haben es nicht nötig zu farmen, weißt du, weil die haben die Sachen bekommen vom anderen Team, die Waffen und so, die haben es jetzt nicht so nötig zu farmen im Moment. Ja. Die anderen sind wahrscheinlich im Nether. Ich weiß nicht, es könnte als eines Deals denken, wir sind weggeflogen. Weißt du, wie man... Ich weiß nicht, ich glaube, die spekulieren eher noch darauf, dass wir kommen könnten. Ich glaube, die sind ein bisschen vorsichtiger. Ach man, wie viel... Haben wir denn noch? Oh, wir haben auch kaum noch. Ich weiß nicht, wie viel das noch ist. Ich würde auch fast sagen, wir müssen wahrscheinlich fast zurückfliegen. Aber ich habe noch Kohle mit, ich kann aufladen. Ach Mann! Ich hätte jetzt so gerne nicht irgendwas geklaut einfach. Ja, das ist aber jetzt eine Kacksituation, wenn die da sind. Wir können ja froh sein, dass wir die noch gesehen haben und jetzt nicht abgeschossen worden sind. Ja. Schau mal, was hier ist, hier an der Wand. Hier sind die wahrscheinlich durchgegangen, weil, ne? Ja. Aber die werden ja auch keine Kiste oder sonst irgendwas haben. Nee. Aber guck mal, das bedeutet, dass die immer zu Fuß hier, zumindest mal zu Fuß hingelaufen sind. Wir sind ja von Anfang an, glaube ich, geflogen zu der Mauer, ne? Die haben es halt... Wir haben auch einen etwas kürzeren Weg hier bis zur Mauer. Die haben ein bisschen kürzeren Weg, ja. So, weil bei der Map-Erstellung wurde halt nicht dran gedacht, dass wir auch außerhalb der Mauer fahren würden. Er müsste hin, da dachten wir, dass in der Mitte alle Rohstoffe sind, aber... Da ist schon eine andere Geschichte, deswegen haben wir es ja alles nachträglich so gemacht. Da wird in der dritten Staffel natürlich auch nochmal alles hier genauer gemacht. Da oben ist der Heli, die sind gerade mit dem Heli geflogen. Hast du gesehen, da hinten, die sind gerade mit dem Heli geflogen. Jetzt sind sie gerade ausgestiegen. Ich sehe das wahrscheinlich, weil... Ich sehe den Heli. Die schießen auf uns, oder? Ja, die gucken auf jeden Fall in unsere Richtung. Ich glaube, die sehen uns. Ach, schade. Na gut. Ja, die sehen uns, glaube ich. Die gucken auf jeden Fall beide in unsere Richtung. Aber sollen wir nicht einfach mal hinfliegen, wenn die jetzt ausgestiegen sind? Da ist doch kein Geschützturm, oder? Doch, da ist ein Geschützturm auf dem Dach eigentlich. Okay.
Ich weiß es nicht. Sollen wir sozusagen vielleicht hier warten und hoffen, dass sie doch noch wegfliegen? So einen großen Bogen um die rumfliegen? Na, du siehst ja, dass sie uns voll snipen wollen. Die beobachten uns die ganze Zeit. Warte, ich muss einmal kurz einmal... Ah, warte, ich bin nicht ausgestiegen. Muss einmal Fuel checken. So. Sollen wir mal ein bisschen Fuel hier nachfüllen. Okay, so. Ein bisschen Fuel haben wir wieder zurück. Kleiner Werkstattcheck, alles klar, Reifendruck überprüft. Alles geölt hier. Motoröl, ja, können wir auch mal wechseln. Alles klar. Oh, der Zahnriemen hat aber auch nicht mehr lange. Müssen wir auch mal gucken, ob wir da nicht noch irgendwie. Oder wir verscherbeln das Ding und holen uns was Geileres. Unter Preis verscherbeln hier. Schau mal nach links immer, ne? Schau mal zu deren Base. Sag mal, ob du die siehst. Die Base. Kann momentan noch nicht mal die Base sehen. Da hinten ist die Base, geradeaus, genau, geradeaus, hier ein bisschen rechts. Ja, jetzt kann ich sie sehen. Da oben sind sie. Die stehen oben drauf, ja. Sehen die uns? Ich könnte es mir fast vorstellen, na, nee, glaube ich nicht. Die gucken doch, in alle Richtungen. Oder? Ja, das bringt ja halt gar nichts. Das bringt, was wir hier gerade machen, bringt halt nichts. Wir könnten einfach unsere Base und dann farmen, aber keine Ahnung. Das bringt ja nichts. Die werden auch nicht weggehen. Die werden, du siehst ja, die sehen ja genau, wie wir die ganze Zeit drumherum fliegen. Die werden jetzt die ganze Zeit misstrauisch sein und denken, die kommen jetzt noch. Mann, so ein Dreck. Wem hilft das? Team Waffel hilft das. Mann! Weil die können jetzt ungestört alles machen, was die wollen. Und während wir nicht, wenn beide Teams hier nicht vorankommen. Sehen die uns jetzt? Ich weiß nicht, die gucken in alle Richtungen. Glaube nicht, aber. Oh Mann. Aber worauf willst du jetzt spekulieren? Was hast du vor? Vielleicht, dass sie in der nächsten Folge weg. Kannst du einmal in den Chat schreiben, Folge vorbei, weil die ist vorbei. Dass wir in der nächsten Folge, dass die dann wegfliegen, okay? Während die uns hier noch stehen sehen und wir schreiben Folge vorbei. Schreib Folge vorbei, ja. Das glaube ich nicht. Ah, ich wurde getroffen. Hä? Hä, wieso schreibt Revi so nicht? Die ist doch vorbei. Hä? Schreib mal hä? Fragezeichen hier. Hä? Hä? Oh, ich finde einfach nicht. Nur so. Achso, okay. Mal gut. Na gut, also Leute, die Folge ist vorbei. Die haben uns leider gesehen. Der hat mich sogar anscheinend mit einem Schuss gerade getroffen. Mit was für eine Waffe auch immer das war. Ich dachte, auf die Entfernung kann man nicht treffen. Aber gut, konnte man anscheinend. Ja, das war unser Versuch für diese Folge. Hat leider nicht ganz geklappt, wie es sein sollte. Ich steig mal hier aus, damit wir ja nicht, der hier keinen Treibstoff verbraucht. Wir müssen mal gucken, wie es weitergeht. Ich geh auch mal hier raus, dass es nicht unfair ist. Müssen wir mal gucken, wie wir in der nächsten Folge weitermachen. War jetzt ein Versuch, vielleicht auch ganz schnell irgendwas hinzubekommen, haben leider kein Glück dabei gehabt. Wir sind da das Team mit dem wenigsten Leben. Wir haben nur noch 9 Leben. Team Rewaffel hat 15 Leben. Und Team Edgar hat Katze nicht auch 11 Leben, glaube ich. Ja. Wir sind auf jeden Fall ganz hinten, da müssen wir ein bisschen gucken. Die hatte noch mal 9 müssen Leben. Wir ein bisschen kreativ sein, was wir irgendwie hier noch schaffen können. Aber wir geben unser Bestes. Team Dizzy gibt so schnell nicht auf. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder zur nächsten Folge. Checkt auch den Easy aus, Link ist in der Beschreibung. Und macht's gut. Bis morgen, 14 Uhr. Ciao. Tschüss.